Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren TNT-Kanonen-Vorstellung. Ja, Matze ist natürlich auch dabei, wie ihr seht. Servus. Jo. Und Danke, ist. dass du mich so früh erwähnst. Ja, immer noch. Möglichst früh. Naja. Und heute ist das Teil wirklich schön geworden, muss man sagen. Sehr, sehr kreativ haben wir das gebaut. Aber naja, es geht heute nicht darum, sondern es geht heute darum, dass es die Kanone, die wir vorstellen. Oh mein Ja, Gott. gut. Ja, das. Lappen. Wenn Das heute. jagt das in die Luft. Gut. Ach schon, wenn es durch den Versuchsaufbau hier den tollen beschädigst, dann wäre ich jetzt sauer. Weil wir dann das Ganze Das nochmal aufnehmen bist du müssten. immer. Das bist du Ja, immer gut, das so. stimmt. Ja, es geht halt darum, und was ist das für eine Kanone? Ja, das ist die Kanone, die haben vielleicht manche von euch schon mal gehört. Das ist ein Typ, der Kurzstreckenrakete-Kanonen oder auch Streukanonen. Nämlich die Chaos-Kanone. Manchen ist es vielleicht schon ein Begriff. Was zeichnet eine Chaos-Kanone aus? Sehr, sehr viel TNT. Große Zerstörung auf kurze Strecken, vor allem flächenhafte Zerstörung, nicht besonders tiefe Zerstörung. Und sie zerlegt sich in den meisten Fällen selbst, weil ansonsten ist es keine Chaos-Kanone. Eigentlich immer. Genau, Also. eine sich nicht selbst zerlegende Chaoskanone ist eigentlich nur eine fette Streukanone. Wie das Teil, was man gerade da hinten halb sieht, ne? Fette Streukanone. Lol, jetzt bin ich hier weggeflogen. Ja, wir zünden es ganz einfach mal. Das Ganze, funktioniert. Ach genau, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Kanone, ursprünglich ist sie entwickelt von einem anderen sehr bekannten englischsprachigen YouTuber, Etho, also vielleicht kennen manche, der macht glaube ich auch so ab und zu ein paar Redstone-Sachen. Ich kenne ihn nicht, um ehrlich zu sein, nicht so gut, aber der hat die erfunden, sozusagen, den Kanonentyp. Ist eigentlich relativ ineffizient, weil er einfach nur total viel TNT braucht, ungenau ist, nicht keinen tiefen Schaden macht und sich selbst zerstört. Aber trotzdem ist es eigentlich ein ganz lustiges Teil. Ja, und jetzt schaffe ich noch ganz schnell, wie es eigentlich funktioniert. Ja, man hat ja. Also, Moment. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass man die Kanone normalerweise stackt und nicht einfach nur so ein kleines Segment hier zeigt. Ja, das macht aber jetzt schon. Man sieht Genau. ja wirklich hier, das wären jetzt in dem Fall ein Projektil aus drei Entladungen, das hier. Weil das Oh, wäre jetzt jetzt sind sie schon. alle Ja, weg. komm, das kann das schnell hinmachen, so. Und hier vor, der vorne hier Rest wird hier nach vorne geschleudert, aber eben nicht so weit, weil ja irgendwie sehr wenig Druck dahinter ist. Genau, ist eigentlich nur ein TNT-Treibladung. Und das ist halt bzw. das halt erst, was gezündet wird. Dann, das explodiert dann, zündet den gesamten Rest und durch irgendetwas, glaube es gibt so eine Mechanik, wodurch TNT, die durch andere TNT gezündet werden, dass die eine kürzere Explosionszeit haben. Das meiner Meinung nach ist das der Fall. Ist glaube ich so. Entsprechend explodieren die hier zuerst dann und danach die dadurch, kommt so ein, ja, Drall oder so hier rein. Und naja, wir schießen einfach mal mit dem Teil. Genau, und ja, ist nicht wirklich effizient, sieht auch nicht wirklich, ja doch, es sieht einigermaßen cool aus, Ich aber. finde, es sieht immer super geil aus, wie die ganzen TNT da hochfliegen, ey. Naja, ich weiß nicht. Naja, egal. Und ich glaube, wir müssen das Teil jetzt hier schon öfter irgendwie nie reparieren. Reset bitte mal den Block. Na, das ist mit einem Klick gemacht. Oh, das waren ganze 148 Block Schaden, Ja, boah, also das wie war gesagt, nicht das wirklich ist für viel. Kurzstreckenangriffe optimal. Man kann das Ganze aber noch ein bisschen auf die Spitze treiben oder halt verändern. Dabei ist zu wissen, der Radius, den ein TNT zünden kann. Das wäre, wenn man einfach mal einen Test macht hier, mehrere TNT. What the fuck, lass es. Wie viel TNT man hintereinander zünden kann mit einem TNT, wird man sehen, wie wo es keinen Sinn mehr macht eigentlich. Ja, bis auf den vordersten da. Das habe ich leider nicht gezählt, wie viele das waren. Ich glaube vier oder Ich so. glaube, es ist 5 hat's, 5 hat, 5 hat's, glaube ich, gezündet. Wir können es nochmal hier drin testen. So, Wieso 5 Blöcke. reparieren wir den ganzen Käse Ich eigentlich? weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Matze. So, 5 Blöcke. Nein, es werden nur 4 gezündet, hat man gesehen. Das ist eigentlich auch wieder meine Erwartung. Ich dachte, es wären nur 3 gezündet, aber egal. Das heißt nur, wir können jetzt gleich eine größere Kanone bauen. So. Jo. Ach, lassen wir dann Dreck. Genau. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Hauptladung. Ich glaube.
Soll sogar auch funktionieren, wenn man jetzt mehr als 4 Blöcke davor packt. Die werden halt erst später gezündet oder so, aber es macht man normalerweise nicht. So, genau. Also dasselbe gilt auch für die Höhe. Beziehungsweise da gilt halt was anderes. Da muss man halt ein bisschen ausrechnen hier irgendwie. Zack, das geht hier und hier hoch. Auch 4 Blöcke. Wobei nach oben macht es eigentlich keinen Sinn. Wobei, so viel kann man noch machen. 4, ja, hier vielleicht noch, keine Ahnung. So, und deshalb kann man es ein bisschen stacken. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch ausgewählt hatte von eben. Ich denke nicht, weil das ist ja auch größer als jetzt. Größer als jetzt, ja, genau. Ich bin ja super klug. So, 19 dieses Mal gesteckt. Ja, das jetzt bringt jetzt aber nicht viel, weil das die Redstone hier nicht weitergeleitet wird. Was? Ja, warte, ich mach das schnell in den Repeater rein. Da machst du keinen Repeater ein, weil dann wird es nicht mehr gezündet. Und das ist eigentlich auch Ja, da scheißegal, musst du weil dir wenn du ein. das in der Mitte, wenn du es in der Mitte powerst, dann werden sowieso alle gezündet. Und ich Okay, finde sehr eigentlich, das gut. sieht doch ganz geil aus. Naja, es geht so. Der Schaden ist auch lustig. Wir können ja auch mal testen, wenn wir mit Kanonen ein bisschen weiter einen Block dran machen. Was das dann für ein Damage macht, kannst du bitte Block resetten? Das wird jetzt wahrscheinlich auch eine kürzere TNT-Kanonenvorstellung, weil das ist einfach eine sehr, sehr simple Kanone, die sich aber, finde ich, ja, eine Kategorie eigentlich ist. Genau, nochmal so ein fettes Teil. Ich wähle den Block aus, du platzierst mal die TNT. So. Hatten wir das so? Ja, ne? Ja, irgendwie so. Wir können es auch einfach mal gleich mal total übertreiben oder so. Ne, da geht noch eins weiter vor. Ja, eins wollte ich gerade Und hin. eins weiter unten. So. So, das passt. So. Nochmal ein bisschen übertrieben. Das habe ich jetzt 30 gesteckt. Das heißt, ihr müsst exakt eine Mitte geben, wo alles gezündet wird. Die hier. Ich nehme an, die hier, die hier, ja, die hier. 15 in beide Richtungen. Boah. Okay, das lä bei mir ist es leicht gelaggt, Bin mir aber jetzt auch gleich geleckt, irgendwie ganz kurz, aber naja, nur leicht. Neuer PC for the win. Ja. Alter, diese Wand hier sieht da echt irgendwie. Aua. Also das ist jetzt hier maximal sogar 3 Blöcke tief gekommen. Das ist eigentlich doch relativ ordentlich etwas. Also wenn man das gegen Berge oder so verwendet, irgendwie einfach nur als Fun. Ja. Gegen Berge kannst du haben. Genau. Das testen wir doch mal auf Dirt. Das ist eine gute Idee von dir. So. Hoppla, war noch ein bisschen viel jetzt. Naja. So. So. So, bitte mal hier ein bisschen Endstone wegmachen. Ich hab gefällt. Das kannst du schon selbst machen. Na gut, dann bauen wir das Team hier unten auf. Dann muss ich halt wieder die Scheiße neu auswählen. Als ob das so ein Aufwand wäre. Das hier ist so ein Aufwand. Natürlich ist das Aufwand. Ach komm, nicht heulen jetzt bitte. So. Nicht in der Aufnahme. Ja, okay, das reicht. Gut. Mach einfach 30. mal irgendwie 40 oder so und wir gehen dann zwei Dings ran. Zwei Buttons gleichzeitig. Ach, egal. Oh, ja, Na, okay. warte, dann scheiß drauf und machen wir halt 2 Repeater rein, scheiß drauf. Dann machen wir das hier aber weg, oder? Die eine Ey, Linie. das ist die Chaos-Kanone, die zerlegt dich sowieso selbst, was willst du? Meinetwegen. Wenn man jetzt hier darauf achtet, dass man die möglichst so baut, dass die möglichst wenig Sachen hier irgendwie failen oder so, das ist sowas von egal, das ist eine Chaos-Kanone. Okay, testen Na gut, wir's. dann richte mal Chaos an damit. Oh. Wow! Nice! Alter! What the fuck? Oh Gott! Okay, es explodiert immer noch. Was? Bei mir ist schon längst fertig. Ja, bei Alter, mir der auch. Schaden! Also, ihr seht, Ja, das, in wenn Dirt man das macht das schon einiges. gegen eine Dirtwand ist das übel. Ja, wir können das Ganze auch mal
Weakness ist, treiben wir das Ganze ins Maximum. Mach daraus mal wieder Endstone. Oder Eisen. Machen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz fette Variante. Und dann erstmal mit Endstone, dann mit Eisen, dann nochmal mit Dirt. Vielleicht durchschlägst du es sogar. Und wie gesagt, es ist eine Kurzstreckenkanone und deshalb nicht auf höhere Distanzen wie... Ja, also 40 Blöcke ist vielleicht ganz angepasst. Auf 50 schafft es, glaube ich, nicht mal mehr so gut. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Würde ich sagen. Ja, blub. Gehen wir vielleicht vor allem ein bisschen mehr nach oben oder so, wenn wir hier schon so viel Fläche haben. So. So, Button. Ich bin so dämlich. Was? Ich habe das hier wieder weggemacht. Ernsthaft? Ja. So. Okay, jetzt machen wir einfach mal einen riesigen Klotz TNT davor, weil das passt auch so. Einfach mal testen. Okay, so viel ist vielleicht doch nicht, dann behindert sich's nur gegenseitig. So. Ja, ach, komm, das Aua. Wird gehen. Wieder gerade so. Ja, und es hat natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen, wie das TNT platziert ist, aber dazu gleich mehr. Erstmal das hier fertig stacken. Hoppla, ruckla. So. Was nehmen wir denn mal? Oh, nochmal 40. Oh mein Gott. Hoppala. Ich bin leicht. Das sind gerade mal. Meine! Okay, jetzt bin ich rausgeflogen. Sag mal, was bist du für ein Lappen, ey? Das war nicht mal Absicht. Das war echt Nein, nicht das Absicht. War nicht meine Absicht. Ja, ich dachte mir schon, wenn du da so wild Knöpfe verteilst, so einmal rechts liegt auf einen, BAM! Das war es wieder geschickt von Matze. Reset bitte den Block und so und ich baue die Scheiße nochmal auf. Weil du ja unfähig bist hier irgendwie. Hust. Ja, du failst ja nie, nein. Genau, ich fail nie, du hast es erfasst. Und du blickst nicht, dass ich hier schon wieder weiter oben bin. Ich weiß, aber ich reiß deins wieder ab, so. Das hast du davon. Klar. Oh mein Gott, Mats ist in Trolling-Laune. Auch heute schon in der Schule, ne? Alter, das war echt. Na, ich fand das richtig geil. Ja, jetzt wollen die Abos nicht mehr wissen. Ja, was hast du gemacht? Ja, das sage ich jetzt aber nicht. Ja, das ist. Das ist irrelevant, sagen wir so. Irrelevant? Okay, du bist auch irrelevant. So. Gut, ich kopiere das Ganze jetzt halt hier mit dem Knopf dran, muss nichts setzen. Ja, ich habe. Einfach in Ruhe lassen, Matze, einfach in Ruhe lassen. Ja, ich habe extra davor den Knopf weggemacht. Kurz bevor du es kopiert hattest. Ja, wieso? Ja, aus Spaß. Aus Spaß. Frag nicht wieso. So. Und irgendwie waren das ein bisschen mehr Blöcke als vorhin. Oh Gott, die ganzen Kanonen hier gehen gerade irgendwie den Bach runter. Aber ich glaube, die wichtigen Entwicklungen stehen hinter der Wand da und deshalb nicht hier. Und da unten, aber da. Ihr seht da gar nichts. ja, Repeater noch eben reinpacken. Eigentlich wäre es gut, wenn ich das ganze Teil hier mal kopiere oder so, würde ich sagen. Das finde ich immer neu stacken müssen. Warte mal kurz. Jetzt hast du gefailt, weil du die Repeater verkehrt rum reingebaut hast. Was habe ich? Du hast den einen Repeater so rum und den anderen andersrum. Oh lol. Hoppla. Mhm. Na, du failst nie, ne? Überhaupt nicht. Das war kein Fail, war alles geplant, weißt du? Ja. Okay, jetzt machen wir hier einfach mal eine Markierung, indem wir hier einen Button entfernen. Und mich hier hinstelle. So. Gut, Feuer. Oh, das wird böse enden. Holy crap. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fliege mal ganz kurz raus. Auch diesmal. Okay, oh. Das ist aber ein bisschen arge Zerstörung. Ja. Nein, auf na, das ist nicht so wirklich viel. Ist halt Endstone, ne? Und ich glaube, wir waren hier ein bisschen weit hinten. Warte mal, ich paste weiter vorne, kopiere es bitte mal. Du meinst reset den Block? Ja, reset es, bitte. Oh, warte noch. So, jetzt machen wir daraus mal Eisen, okay? Und dann noch einmal Dirt.
Oh mein Gott, lag. Ja, sind nur 640.000 Blöcke. Ja, es ist eigentlich kein Problem, wenn man solche riesigen Blöcke setzt von irgendetwas. Wenn man gegen Wargames kopiert, die aus ganz vielen Sachen bestehen, lag es meistens mehr bei World. Genau. So, jetzt nochmal Feuer. Ah, der Repeater ist falsch rum. Oh Gott. Ah, ich hab's noch gesagt vorhin. Ja, ach so, ich hab's. Ach scheiße, ich hab's auch noch falsch kopiert. Jetzt fliege ich wieder raus, was ist das für eine Scheiße? Oh, ernsthaft, ey. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Lex, aber ansonsten hat's der PC gut geschafft und hoi, das ist ordentlich, was. Aber das war jetzt noch kein guter Effekt, weil das ein bisschen falsch war. Ja, bitte nochmal auswählen, resetten, Matze. Schon fertig. Während ich hier nebenbei trinke. Nicht, ja, man hat's gehört, also schäm dich. Nein. Ach, bleibt die Auswahl, auch wenn du den Server verlassen hast, oder was? Anscheinend schon, ja, ich habe hier nur so eine Connection lost, also bei anscheinend schon. Eigentlich bin ich ja nicht mehr auf dem Server drauf. Okay. Stimmt, ist eigentlich echt spooky. Oh, wenn ich so drüber nachdenke. Okay. Kurz schauen. Oh, die Used Memory ist ordentlich oben. Ja, ich hab irgendwie, ich schaff's leider nicht irgendwie mehr RAM als 1 GB eben zuzuweisen. Also, keine Ahnung. Ui, das ist eine schöne Explosion geworden. Okay, das war jetzt. Ist echt. Schöne riesige Schwall hier schön dem Block entgegengeflogen. Allerdings, es fällt jetzt das letzte TT ganz vorne, fällt nur noch so runter. Und ich sehe noch keinen Schaden. Ich bin wieder rausgeflogen. Ach komm, das ist so ein Scherz jetzt. Das doch ein riesen Scherz. Ja, explodier. Also bei mir auch noch nicht fertig. So, jetzt ist fertig. Oi, oi, oi. Aua. So. Ich hoffe, dass meine Stimme oder so nicht verzerrt ist durch die Lex. Ja, das habe ich. Das hat man gar nicht gehört. Also ich habe nichts. Ja, letztens in irgendeinem Video, welches auch immer es war. Ich glaube, es war V6 Let's Show. Das habe ich mir auch später mal angeguckt. Oh, da war meine Stimme so der verzerrt einfach nur so kacke. Naja. Oh mein Gott, was das war gerade ein Deck. Nicht resetten! Ich muss mir noch den Schaden begutachten. Oh, das sind 5 Blöcke tief teilweise. Das ist ordentlich. So, nochmal. Jetzt ist mit Dirt allerdings. Ja, gern doch. Jetzt gehen wir, oder? Und ich. Ah, doch, jetzt geht's. 640.000 Blöcke. Leck irgendwie. Ja, das sehe ich irgendwie auch, weil bei mir geht auch. Ah, oh, jetzt. Ach du Scheiße. Und ich glaube, Leute, wir werden die Stelle mal einen kurzen Cut machen und mal kurz Minecraft neu starten. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht und wir nicht alle 2 Sekunden irgendwie so ein Mini-Lag hier haben. Also, bis gleich. Dann sehen wir die Zerstörung noch bei dem Deadlock. So, da sind wir wieder. Machst du den Lappen. Ja, da ist die Kanone wieder überdimensional fett und so und sonst was. Matze klickt auf den Knopf, weil er Lappen ist. Und dann werden wir gleich. Ich brauch gar keinen Knopf. Da drückst du auf den Knopf. Da sind so viele Knöpfe, du wirst ihn finden. Nee. Und wir gucken uns dabei die schöne Zerstörung an bei dem Dirtblock hier. Was ist, wenn ich alle Knöpfe abreiße? Nein, Gott, muss man jetzt hier ernsthaft selbst den Knopf drücken? Nein. Unglaublich, nicht. Unglaublich. Ja, ich weiß schon. Wumm! Oi, herrlich! Ja, herrlich! Sehr nice. Boah. Au. What the fuck. die Wand ist. Oh, Explosion schon vorbei. Ja. Mein PC ist berechnet, deiner nicht. Ja, ich bin rausgeflogen. Ja, eben. Du musst nicht. Keine Ahnung. Alter, das ist ordentlich, was. Guckt euch das an. Aber hier in der Mitte steht noch fast alles. Ja, hier sind ein paar Stellen, da steht noch was raus. Naja, okay. Also, um es zusammenzufassen und Fazit für diese Kanone zu ziehen. Sie ist eigentlich nicht sehr effizient. Also, wenn man viel TNT zur Verfügung hat und es egal ist, dass sie sich selbst zerstört, kann man sie gerne einbauen oder so. Aber ansonsten ist sie halt irgendwie sehr ineffizient und. Allein schon wegen der Selbstzerstörung, wenn man. Genau, dann, genau. Wenn man da ist eine normale Streukanone schon besser, auch wenn Streukanonen an sich schon eigentlich irgendwie ein bisschen unnötig sind und so.
Allein schon, wenn man irgendwie nur Kanonen nebenan hat oder sowas, mit denen man nachher noch schießen will, aber die dann durch die Chaos-Kanone zerstört werden oder so. Ist ja irgendwie nicht Ja. so Sinn der Sache. Oh, holy! Das ist so ein wahnsinniges Kind. Oh, ernsthaft jetzt, mein Gott, was noch ein Scherz. Wie viel TT waren das? Oh, ernsthaft. 24.000. 24.000, Ja. ernsthaft. Die ist letztens bei 20 oder 15.000 schon abgeschmiert. So, da Ja. sind wir wieder und ja, das war keine gute Idee. Nee, das war wirklich keine gute Idee, was David eben gemacht hat. Ja, genau. Ha. Ach, du bist so ein kleines Madenkind. Ja, ich weiß. Nein, ja, ansonsten war es zu der Kanone. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, oder ein, na gut, Let's Build, das war es eigentlich fast schon ein Let's Build, also in dem Sinne brauchen wir keins machen oder so. Und, aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann packt sie in die Kommentare und nicht in die Beschreibung und, In ja, die und, Beschreibung wieder. genau. Und, ja, ansonsten sehen wir uns dann in einem weiteren Video wieder. Bis dann, ciao. Servus.